Herzlich willkommen, schön, dass du wieder hier bist. Und in unserem heutigen Podcast sprechen wir über die zwei völlig unterschätztesten Zutaten für ein erfolgreiches Business, welche somit die auch die zwei größten Stolpersteine für erfüllenden Erfolg mit deinem Coaching, mit deinem Seelenbusiness sind. Und die Frage ist, bist du bereit für eine große Portion Wahrhaftigkeit und Erfolg? Ja? Na dann, los, lass uns starten. Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblingspodcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine tägliche Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it! Jump in und Inspiration on! Wenn du gerade dabei bist, ein Business zu starten, beziehungsweise du hast schon ein Business und es läuft nicht so, wie du es gerne hättest, dann könnte diese Podcast-Folge vielleicht die wichtigste Podcast-Folge ever für dich sein. Lass mich zunächst ein bisschen ausholen, warum ich überhaupt dieses Thema mit dir teile, beziehungsweise warum ich mir überhaupt anmaße zu sagen, dass ich ja die zwei magischen Zutaten für erfolgreiches Business kenne, beziehungsweise sie auch als die zwei größten Stolpersteine bezeichne. Weißt du, ich begleite ja schon seit über 20 Jahren Menschen mit ihrer Berufung, mit ihrem Herzensbusiness, mit ihrem Seelenbusiness, mit ihrem Coachingbusiness. Und seit 14 Jahren, wir sind jetzt im 14. Jahr, bilde ich sogar Coaches der neuen Zeit aus mit dem Schwerpunkt Intuition zum Berufungscoach. Und ich konnte also mit sehr vielen Menschen zusammenarbeiten, mit Tausenden von Menschen. Und ich habe natürlich nicht nur diese Erfahrung, sondern ich habe auch die Erfahrung als Unternehmerin, als ja über 20-jähriges Unternehmertum. Und was ich herausgefunden habe, vielleicht klingt es auf den ersten Blick lapidar, aber in der Konsequenz, in der Umsetzung ist es den meisten gar nicht so bewusst. Und Fakt ist, aus meiner Erfahrung, dass die meisten versuchen, wenn sie ein Business haben oder ein Business starten wollen, den Fokus für Erfolg auf Bereiche wie Marketing, Produktverbesserung, Preisgestaltung und so weiter zu legen. Also wir versuchen an den sichtbaren Dingen etwas zu verändern, ja, indem wir vielleicht eine ausgeklügeltere Marketingaktion starten, indem wir an unserem Produkt feilen und es immer wieder verbessern, ständig, irgendwie denken, okay, wenn das besser ist, wenn wir das noch etabliert haben oder integriert haben, dann funktioniert das mit dem Erfolg. Oder ein Riesenthema ist natürlich, wie ich eben schon sagte, die Preisgestaltung. Ja, viele Menschen denken, wenn sie nicht so teuer sind, dann sind sie erfolgreicher. Was meines Erachtens ein kompletter Fehlschluss, ja, oder Fehlentscheidung auch letztendlich ist. Und das sind Dinge, an die kann man rangehen. Ja, mit denen kann man sich beschäftigen, gar keine Frage. Mit der Marketing, mit der Produktverbesserung, mit der Preisgestaltung und so weiter. Jedoch ist das erst für mich so der zweite und dritte Schritt. Wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dürfen wir ein bisschen tiefer gehen. Ja, und uns zwei Bereiche anschauen, die eher etwas mit einem Inside-Job zu tun haben. Denn meine Erfahrung ist wirklich, die erfolgreich zu sein, ist zunächst tatsächlich ein Inside-Job. Und wenn du denkst, ja, habe ich schon gehört und so weiter und kenne ich ja schon alles, dann, okay, ist natürlich die Frage an dich, wendest du das auch an? Ja, weil das ist sehr häufig, gerade Menschen, die ständig irgendetwas Neues suchen, eine neue Technik, ein neues Tool, ein neues Coaching-Programm und so weiter, sind diejenigen, die sagen, ja, das kenne ich alles schon, ich weiß schon, wie das mit dem Manifestieren, habe ich schon 5 Kurse dazu gemacht. Aber hey, es geht nicht ums Wissen oder dass du es schon kennst. Es geht darum, wendest du es eben an, und zwar konsequent und nachhaltig. Ja. Und wie gesagt, die zwei Stolpersteine, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte, und du für mich auch so, ja, die Basis letztendlich sind, lass uns darüber sprechen. Und der erste Aspekt hat was mit dem Thema Ziele zu tun. Und zwar hier die Ziele zu erreichen, die du auch wirklich erreichen möchtest. Und
Der Punkt ist der, was ich immer wieder feststelle. Die meisten treten an, weil sie einen bestimmten Herzenswunsch haben. Ja? Und manchmal ist dieser Herzenswunsch, mit dem du dein Business gestartet hast oder die Idee, die du dazu hattest, vielleicht so groß. Ja? Und du denkst, ob ich das erreiche, ich mache dann mal was Passenderes. Also du orientierst dich dann und schaust vielleicht dann auch im Außen, was ein übliches Ziel vielleicht für deine Branche, für deinen Bereich ist. Und du orientierst dich dann mehr an dem, was die anderen machen. Und du gehst so ein bisschen ab und rückst ein bisschen ab von deinem ursprünglichen Ziel. Und genau da beginnt die Problematik und die Herausforderung. Die meisten scheitern tatsächlich, weil sie ihre Ziele wieder verkleinert haben, geschmälert haben, dem Markt angepasst haben und nicht das, was sie wirklich wollten. Und ich weiß, die Intention ist oft die, weil man denkt, okay, das, was ich da will, das ist ja verrückt. Die Welt ist noch nicht bereit dafür. Also ich hatte zum Beispiel das Thema mit dem Thema Berufung, als ich damit angefangen habe. Das ist ja, wie gesagt, schon vor über 20 Jahren. Da habe ich so diesen tiefen Glaubenssatz darüber gehabt, dass die Welt noch nicht bereit ist für dieses Thema. Ja, weil wir noch sehr stark, und ich auch so programmiert war, dieses höher, schneller, weiter. Und ich dachte, wenn ich damit an den Markt gehe, wer nimmt das überhaupt in Anspruch? Ja. Und obwohl es in mir war, habe ich es lange Zeit versucht, und das ist total wichtig und spannend, habe ich versucht sozusagen dieses Thema Berufung außen vor zu lassen und nach außen habe ich sowas wie Coaching, Karriereberatung, Unternehmensberatung verkauft. Aber wenn du gekommen bist in mein Inner Circle, dann ging es um Berufung. Und diese Diskrepanz, das hat eine Zeit lang so ein bisschen funktioniert, damit ich sozusagen meinem Verstand Futter gegeben habe, ja, weil ich geglaubt habe, wie gesagt, das wird eh nicht gebraucht. Habe mich aber gleichzeitig in einen ausmanövriert, weil diese Reibung, die dadurch entstanden ist, dass ich ja eigentlich etwas ganz anderes wollte, aber nach außen etwas anderes verkauft habe. Also das hat wirklich, ja, das hat gerieben im Getriebe sozusagen und das hat auch nicht wirklich funktioniert. Letztendlich hat es dazu geführt, dass wir völlig pleite waren. Also wir haben das Unternehmen aufgrund genau dessen erstmal an die Wand gefahren, ja, weil ich da diese Verbindung, also dieses, ich will eigentlich das, ich gebe aber nach außen etwas ganz anderes, weil ich das nicht zusammengebracht habe. Und wie gesagt, ich kenne das von mir und ich kenne das von vielen meiner Kunden und aus meiner Community, dass die meisten glauben, das, was sie eigentlich wirklich wollen, das ist nicht machbar. Und deswegen gehen sie sogenannte Kompromisse ein. Und der Punkt ist der, auch wenn das für unseren Verstand erstmal logisch klingt, dass wir ja das machen oder ähnlich machen, wie es andere machen oder uns mehr nach außen orientieren, dann wird das schon mit dem Erfolg. Der Punkt ist der, es wird eben nicht. Das ist, meistens ist es so eine kleine, ja, es hilft so ein bisschen, wie es bei mir damals auch war oder bei uns auch war, dass es am Anfang ein bisschen funktioniert hat, aber es war keine Lösung, weil vor allen Dingen diese Energie, ja, also wir sind ja Energiewesen und das, was ich immer ausgestrahlt habe, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will ehrlich sein und ich will das machen, was ich wirklich will und ich will mich da nicht so immer irgendwie verbiegen müssen und sozusagen etwas verkaufen, ja, damit die Menschen zu uns kommen, damit wir ihnen dann letztendlich Berufung mitgeben können, ja. Verstehst du das Dilemma? Auch das energetische Dilemma. Und wenn du denkst, ja, das betrifft mich nicht, das ist bei mir nicht so. Ich möchte dich trotzdem heute einladen, wirklich da mal genauer hinzuschauen. Ist das Ziel, was du definiert hast für dein Business, ist es wirklich aufgrund deiner Herzenswünsche, aufgrund deiner wahren Herzenswünsche entstanden? Denn, weißt du, wenn deine Wünsche aufgrund deiner wahren Herzenswünsche entstanden ist, dann brauchst du keine Motivation von außen. Ja, ich höre das auch immer wieder Menschen, die sagen, oh, ich muss mich, das ist manchmal ist es schon anstrengend, so selbstständig zu sein und ich muss mich motivieren, ich muss bestimmte Dinge tun und so weiter. Und ich kann da nur sagen, wenn du dein wirkliches Ziel verfolgst, dann bist du im Grunde dauermotiviert und inspiriert. Du brauchst diese Motivation von außen gar nicht. Ja? Und das ist etwas sehr Entscheidendes.
Und wir glauben, dass wir sozusagen, wenn wir unser großes Ziel verfolgen, dass es der Kraftaufwand sehr groß wäre und man müsste da viel investieren oder viel Zeit oder was auch immer. Der Punkt ist der Kraftaufwand, den du betreibst, das zu tun, die abgeschwächtere Form, die ist wesentlich höher, wie wenn du im Flow bist und das tust, was du eigentlich wirklich willst. Und wenn dein Ziel noch so verrückt, abgefahren, abgespaced, unrealistisch, was auch immer ist, das war es bei mir damals auch. Nochmal, ich spreche hier vor über 20 Jahren, als wir mit dem Thema Berufung nach außen gegangen sind. Und da war das noch überhaupt nicht Thema so wie jetzt. Also jetzt hörst du ja Berufung überall. Und das ist auch gut so. Dafür habe ich ja auch die letzten 20 Jahre gewirkt und viele Projekte auf den Weg gebracht, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Ja, da bin ich wesentlich mitverantwortlich, in Anführungsstrich, dass es dieses Thema Berufung überhaupt immer mehr Mainstream geht. Aber am Anfang war das nicht so. Am Anfang war ich eine taffe Karriereberaterin, Unternehmensberaterin und die Thematik hatte, okay, das verkaufe ich nach außen und eigentlich will ich ja dieses Thema Berufung, ja, immer mehr nach außen bringen. Und diese Problematik hat lange wirklich an mir, an uns dann auch als Unternehmen gezerrt. Ja, bis wir irgendwann dann tatsächlich dafür gestanden sind, dafür gegangen sind. Und das war übrigens auch der Shift letztendlich. Also du wirst nicht erfolgreich, wenn du realistische Ziele verfolgst, deines Erachtens realistische Ziele verfolgst, sondern wenn du deine wahren Herzenswünsche bzw. Herzensziele verfolgst. Denn vielleicht auch nochmal zu dem Begriff realistisch. Wir glauben, das ist etwas, das sind wir safe, wenn wir realistische Ziele verfolgen. Was bedeutet aber realistisch? Realistisch bedeutet ja nur, dass etwas sichtbar real wird. Ja? Aber was, es kann alles realistisch sein. Wenn du es für realistisch hältst und für möglich hältst, dann ist es real. Und real beginnt erstmal auf der energetischen Ebene. Auf der Ebene sozusagen, wo alles entsteht. Alles. Alles ist entstanden, weil irgendjemand irgendetwas sich zu irgendetwas gedacht hat. Ja. Und genau da geht es wirklich genau hinzuschauen und zu sehen, okay, ich beschäftige mich nicht mit realistischen Zielen oder ob es möglich ist. Diese Frage stellt sich gar nicht. Oder solltest du dir gar nicht stellen, sondern du solltest dir die Frage stellen, was will ich wirklich? Wie will ich es wirklich haben? Was ist wirklich? Was berührt mich wirklich? Welches Ziel verfolge ich wirklich mit meinem Business? Welche Produkte, Projekte will ich wirklich anbieten? Und traue dich hier, dein wahres Ziel zu definieren. Gerade dann, wenn es mega groß ist. Denn im Grunde ist es dann wie dein Fixstern. Und bitte, hab keine Angst vor großen Herzenswünschen oder dann auch Zielen. Sie sind echt. Und weißt du, eins meiner Lieblingszitate ist, ich greife nach den Sternen und wenn es nicht klappt, dann lande ich zumindest mal im Himmel. Ja? Und viele scheitern genau an diesem Bereich. Sie trauen sich nicht ihre Wünsche zu definieren, also überhaupt mal wahrzunehmen, sich Zeit zu nehmen, ihre Wünsche wahrzunehmen. Und wie gesagt, stecken sich dann die sogenannten realistischen Ziele. Und mir ist bewusst, dass gerade wenn unsere Wünsche und dann entsprechend unsere Ziele uns so groß vorkommen, dass wir, ja, dass sich dann so Ängste zeigen, Versagensängste, Verlustängste, dass, ja, dass es eben nicht klappen könnte. Und in dieser Phase, gerade wenn wir ein Business starten oder weiterentwickeln, zeigen sich immer Ängste, die ja tatsächlich noch da sind und bisher verborgen waren. Und der Punkt ist aber der, genau da dürfen wir hinschauen. Diese Angst ist sozusagen, die ist bereit, jetzt transformiert zu werden, sonst würde sie sich nicht zeigen. Und ein Business ist immer eine sehr gute Möglichkeit, wirklich, das ist auch ein Business zu starten und weiterzuentwickeln, hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, mit Persönlichkeitsthemen. Deswegen wirst du auch in diesem Podcast sehr viel über diese Themen hören, ja? Weil es geht nie nur ums Business, es geht vor allen Dingen darum, wer du bist und wer du wirst auf diesem Weg, ja? Und du wirst immer weiter deine Komfortzone ausdehnen und in dieser Phase werden sich immer mehr auch deine Ängste zeigen und du kannst immer mehr Ängste auch transformieren.
Und deswegen sollte die Angst, gerade wenn du denkst, oh mein Gott, das ist ja so ein großes, verrücktes Ziel, ja, und dir wirklich der Arsch dann vielleicht sogar auf Grundeis geht, das ist nichts, was ein Stoppschild ist, sondern es ist die Einladung, dahin zu schauen, hindurchzugehen, zu transformieren. Und dadurch wirst du immer größer in deiner Macht und in deiner Kraft. Du wirst immer mehr du selbst. Du dehnst dich immer mehr aus in deine wahre Größe. Ja? Deswegen, es macht überhaupt keinen Sinn, ja? Gerade bei den Zielen klein zu spielen, realistisch zu definieren. All das, wie gesagt, macht keinen Sinn. Und eins meiner Lieblingssprüche, noch ein weiterer, ist, niemals wird dir ein Wunsch gegeben, ohne die Möglichkeit, genau diesen zu verwirklichen. Du hast alles dafür, was du brauchst, um wirklich diesen Wunsch, der wirklich in dir schlummert, zu verwirklichen. Das ist dieser Spruch, der klebte jahrelang an meinem PC. Und ich meine wirklich an meinem PC. Kennt ihr noch das, diese großen Dinge, wo es die großen Bildschirme gab, ja, die, keine Ahnung, fast einen halben Meter nach hinten hinausgingen. An diesem, von Anfang an klebte tatsächlich das als Post-it immer an meinem PC. Niemals wird dir ein Wunsch gegeben, ohne die Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Und das war für mich immer eine Mega-Inspiration und hat mich wirklich dazu gebracht, auch meine verrücktesten und wildesten Ideen umzusetzen. Deswegen bin ich überhaupt so weit mit dem Thema Berufung gekommen. Deswegen bin ich eine der bekanntesten und erfolgreichsten, ja, Coaches, Mentorin zum Thema Berufung und Seelenbusiness im deutschsprachigen Raum, weil ich immer wieder diese Schritte gegangen bin. War es easy peasy? Nein, immer wenn ich diesen Schritt gegangen bin, den nächsten Schritt, das nächste größere Projekt, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja? Und trotzdem bin ich da durch. Und weil ich da durch bin, haben diese Projekte, gerade diese verrückten Projekte, die immer so, wo ich gedacht habe, mein Gott, muss ich das denn jetzt auch noch machen? Ja? Genau die Projekte waren immer mega erfolgreich. Ja, nicht die, die ich mir ausgedacht habe, sondern da, wo wirklich mein Herz mich hingeführt hat. Also erlaube dir wirklich deine verrücktesten, großartigsten, wildesten Träume wahrzunehmen und genau diese auch dann zu verwirklichen. Und vielleicht noch ein Gedanke, gerade zu dem Thema, wenn es so etwas ist, wo du denkst, boah, das ist so groß, dieses Projekt oder diese Idee. Weißt du, es geht nicht darum, dass du es vielleicht alleine machst. Schon allein, dass du dir damit, darüber Gedanken machst und dir erlaubst, da hineinzuspüren. Weißt du, wir sind Energiewesen. Und dann kann es vielleicht sein, dass dann die richtigen Menschen zu dir finden, richtige Kooperationspartner und so weiter, damit du das machen kannst. Das war bei mir ähnlich. Ich habe einige Projekte verwirklicht, wo ich nicht gewusst habe am Anfang, wie ich das umsetzen soll. Ich wusste nur, das ist es. Das war zum Beispiel die Berufungslounge, war so ein Projekt. Ich wusste, ich will etwas Großes machen. Den Ort schaffen, wo Menschen, also der Ort, der für Berufung steht. Ich wusste das. Ich wusste, dass diese Online-Akademie, dass das sozusagen der Ort für Berufung ist. Das war in mir klar. Jetzt ist es aber, wusste ich natürlich, dass da auch Technik dahinter. Das muss ja auch technisch umgesetzt werden. Also die Plattform Berufung erleben an für sich. Und ich wusste, dass ich das machen will. Aber ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt, wie ich das umgesetzt werde. Und weißt du was? Innerhalb von ein paar Minuten war mir klar, wer das Ganze umsetzen kann. Ich habe gefragt und habe sofort eine Antwort bekommen. Das war innerhalb eines Tages, war das klar. Das war aber nur, weil ich erst die Entscheidung getroffen habe. Ich habe nicht erst darüber nachgedacht, wer könnte das denn machen und so weiter, sondern es war da, ich habe mich dafür entschieden und dann haben sich die Räume geöffnet. Und dann kamen alles Mögliche an Gelegenheiten, Möglichkeiten, Menschen und so weiter, die genau das dann unterstützt haben, die genau das auch mit mir umgesetzt haben. So ist zum Beispiel, wie gesagt, die Berufungslounge entstanden und viele andere Projekte nach genau dem Schema. Nicht erst ich suche, ah, wer könnte passen und so weiter, sondern ich entscheide, ich spüre, was ich will, ich gehe da hinein, ich erlaube mir diese Vision ja, in mir zu spüren und sie nach außen zu bringen, zumindest erstmal energetisch. Und dann tun sich Türen auf. Ja, also. Und ein Tipp in diesem Kontext,
der vielleicht auch hilft, da ein bisschen Klarheit zu bekommen, was du wirklich willst. Also gerade wenn du denkst, ja, okay, habe ich jetzt alles verstanden, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, was wirklich jetzt mein Herzensziel bezüglich meinem Business ist. Nimm doch einfach dir mal Zeit und entwickle so etwas wie eine Best-Case-Version von dir, deinem Leben, und zwar in allen Lebensbereichen. Welchen Lifestyle möchtest du leben? Wie soll dein, in welchem Umfeld möchtest du leben? Welche Beziehung möchtest du haben? Welche Beziehung möchtest du deinem Körper haben? Was möchtest du dir Gutes tun? Wie möchtest du leben? Was möchtest du essen? Und so weiter. Ja, und natürlich deinen beruflichen Bereich. Also alles, sozusagen, wenn alles möglich ist, diese Frage steht da drüber, ja. Wenn alles möglich ist, wie würde dann dein Leben aussehen? Und diese Frage, der gehst du nach, und zwar für alle Lebensbereiche. Und dann hast du so etwas, auch wenn, und bitte hier, beschneide dich nicht nach der Mutter, das geht nicht. Du weißt nicht, was möglich ist, ja. Du kannst nur aus deiner jetzigen Perspektive sozusagen erkennen, was vielleicht für dich möglich wäre. Aber das ist nur die Momentaufnahme. Wenn du dir aber erlaubst, dich zu, ja, auszudehnen, dich damit zu beschäftigen, was du wirklich willst, also sozusagen so ein bisschen auch deinen Seelenimpulsen zu folgen, dann werden sich ganz, ganz tolle Dinge auftun, ja? Und du schreibst es auf, egal ob du es jetzt für möglich hältst oder nicht. Wenn, nochmal, wenn alles möglich wäre, was es im Grunde ja immer ist, es ist nur deine Sicht der Dinge, dass es vielleicht für dich nicht möglich wäre. Aber weil du den Wunsch hast, hast du auch die Möglichkeit, ihn zu verwirklichen. Also schreib es dir auf. Und dann nimm diese Best-Case-Version von dir als Fixstern für dein berufliches Wirken, für dein Business. Und frage dich immer wieder, wenn ich das tue oder nicht tue, komme ich dann dieser Best-Case-Version näher oder nicht? Und das ist etwas ganz Praktisches. Das kannst du runterbrechen auf alles, was du dann tust. Und dann erlaubst du dir immer mehr in diese Identität, in deine wahre Identität hineinzukommen. Ja? Genau. Das war der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, also der erste Aspekt, alles, was mit dem Thema, mit deinen wirklichen Zielen zu tun hat und dass die meisten hier ihre Ziele zu klein, zu realistisch in Anführungsstrich setzen. Der zweite Aspekt ist, und das ist für mich unglaublich, dass wir diesen Aspekt so wenig beleuchten. Und zwar, es geht um deinen Glauben. Und jetzt hier nicht Glauben im kirchlichen Sinne oder spirituellen Sinne, sondern tatsächlich dein fehlender Glaube. Und hier muss ich ein kleines bisschen ausholen. Das, was du glaubst, hast du im Grunde wurde entwickelt aufgrund deiner Gedanken, Gefühle und Handlungen. Dadurch wurde es zu deinem Glauben, zu deiner Realität. Alles, was du hauptsächlich glaubst, spiegelt sich in der Realität. Dein Glaube, deine Gedanken, ja, sind sozusagen der Ursprung von deinen Manifestationen. Und wie entsteht ein Glaube? Und jetzt wird es wirklich spannend, denn das, was wir glauben, glauben wir, dass es auf unseren Mist gewachsen ist. Ist doch klar, das glaube ich. Oder wir denken überhaupt nicht drüber nach. Wir machen uns gar keine Gedanken darüber. Der Punkt ist aber der. Unser Glaube, unsere Wahrheit in Anführungsstrich, basiert meistens nicht auf dem, was wir selbst definiert haben, sondern unser Glaube, unsere Programmierung basiert oft auf dem, was wir von außen aufgenommen haben. Und ich habe das schon ein paar Mal hier angesprochen. Gerade das, was wir in den ersten 6, 7 Jahren aufgenommen haben, in unser System völlig ungefiltert, aus unserem Umfeld. Nach diesem Glauben leben wir meist ein Leben lang, wenn wir nicht beginnen, uns selbst zu programmieren. Ich weiß, viele haben mit diesem Wort wirklich so ein Problem. Aber letztendlich ist es so. In uns laufen bestimmte Programme. Wir haben bestimmte Programme laufen, wenn wir an Business denken, wenn wir an Sex denken, wenn wir an Beziehungen denken, wenn wir an Ernährung denken, wenn wir an Freundschaften denken und so weiter. Da laufen bestimmte Programme in uns. Und die Frage ist ja immer, wie bin ich programmiert?
Bin ich so programmiert, dass es mir dient oder eben nicht? Denn das meiste, was in unserem Leben ist, läuft ja unbewusst. Das heißt, wir laufen zu, da gibt es jetzt zwischen 93 und 97 Prozent, laufen wir auf Autopilot. Und das ist ja gar nicht so schlecht, denn stell dir mal vor, du müsstest bei jedem Atemzug oder bei jedem Bewegung müsstest du drüber nachdenken, dass du das jetzt tust. Das wäre schon ziemlich anstrengend, oder? Also es ist eigentlich ganz gut, dass eben vieles völlig automatisiert läuft, dass wir so programmiert sind. Und jetzt stellt sich die Frage, bist du gerade zum Beispiel in deinem Bezug auf dein Business so programmiert, bist du auf erfüllenden Erfolg programmiert oder nicht? Und konkret, was glaubst du zum Beispiel über dein Business? Was glaubst du wirklich über dein Business? Und ich meine jetzt hier nicht, was du dir wünschst zu glauben, nach dem Motto, ja, ich bin erfolgreich, ich bin Millionärin, ich bin was auch immer, sondern was du wirklich glaubst. Und das, was du glaubst und wie du programmiert bist, was uns meistens ja nicht bewusst ist, ganz ehrlich, du hast immer recht. Du hast immer recht. Das, was du glaubst, hast du immer recht. Wenn du glaubst, dass du ganz besonders hart arbeiten musst, um erfolgreich zu sein, ist es eine Programmierung, es ist eine Energiefrequenz, es ist das, was du aussendest und es ist das, was du manifestierst. Du musst hart arbeiten. Wenn du denkst, dass du nur einen bestimmten Betrag, also dass für dich, keine Ahnung, 10.000 Euro schon recht viel ist und für dich der Deckel in deinem Business ist, dann ist das so. Dann ist es eine Programmierung, du sendest die Frequenz aus und du bekommst genau das bestätigt. Es ist egal, was du denkst. Genauso ist es, wenn du denkst, du bist Millionärin und du spürst es und fühlst es in dir, du sendest es aus, du bekommst es als zurück und du bist Millionärin. Ja? Und weißt du, im Grunde funktioniert es ja so. Gedanken, vor allen Dingen immer wieder gedachte Gedanken führen zu Glauben, führen zu entsprechenden Handlungen, führen zu Programmierungen des Unterbewusstseins und letztendlich dazu, das, was wir glauben. Dass das also dieser ursprüngliche Gedanke, welchen wir irgendwann mal zu einem Thema gedacht haben, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Verstehst du, was ich meine? Also es beginnt mit einem Gedanken. Also erstmal sind Programmierungen, das, was ich vorhin sagte, schon aus der Kindheit und so weiter. Und dann gehen wir ja selbst in die große, weite Welt hinaus, machen uns unsere Gedanken. Aufgrund unserer Programmierung, vielleicht sogar noch aus unserer Kindheit. Und das bedeutet, du hast vielleicht in deiner Kindheit gehört, ah okay, es ist ziemlich anstrengend, selbstständig, das ist gefährlich. Ja, gerade hier wir im deutschsprachigen Raum, Selbstständigkeit ist gefährlich. Ja, also da hast du dir das gut überlegt und so weiter. Also ich weiß, als wir uns selbstständig gemacht haben, da hat keiner gesagt, hey, yes, ja cool, das ist die geilste Idee ever, sondern jeder war immer so, hast du dir das gut überlegt, habt ihr Rücklagen und so weiter. Und dann beginnst du mit diesem Gedanken aufgrund deiner Programmierung. Also du hast immer gehört, das ist gefährlich, Selbstständigkeit. Und dann, auch wenn das vielleicht nicht bewusst ist, aber du denkst vielleicht auch selbst, ja, ich muss schon vorsichtig sein. Ja, vielleicht sollte ich mir bestimmte Rücklagen bilden, bevor ich selbstständig mit der Selbstständigkeit starte. Und du gehst in so einen Sicherheitsmodus hinein. Und dann denkst du immer wieder diesen Gedanken, ah, du brauchst immer so einen Sicherheitspuffer. Und dann achtest du auch immer darauf, dass du immer auch einen Sicherheitspuffer irgendwie hast. Und dann wird es dein Gedanke, du denkst es immer wieder, dann ist es letztendlich, führst du auch immer entsprechende Handlungen aus, du schaust immer, dass du Sicherheit hast, ja? Und das führt eben zur Programmierung deines Unterbewusstseins und du denkst, dass du sicher bist, wenn du immer einen gewissen Geldpuffer hast. Das ist aber nicht die Wahrheit, das ist nur dein Gedanke. Du könntest auch einen ganz anderen Gedanken haben. Du könntest zum Beispiel den Gedanken haben, immer wenn ich Geld brauche, kommt Geld aus bekannten und unbekannten Quellen zu mir. Du könntest diesen Gedanken denken, immer wieder, und dann auch entsprechend handeln. Das heißt, wenn du in einer Situation bist und du brauchst Geld, dann machst du es dir möglich. Dann fragst du einfach, okay, wie geht's? Wo bekomme ich jetzt dieses Geld her? Für dieses Coaching, für den Hausbau, für die Reise, was auch immer. Und weil du so programmiert bist, dass du immer Geld sozusagen, dass immer Geld zu dir fließt, wenn du es brauchst,
dann wird es so sein. Dann sendest du diese Programmierung aus. Auch das, ist es die Wahrheit? Ja, es ist deine Wahrheit, weil du dich so programmiert hast. Ja? Und im Grunde beginnt ja, wenn wir jetzt mal die Programmierung loslassen, ja, die zeigt sich ja auch. Also gerade wenn wir, wie ich vorhin schon sagte, wenn wir ein Business starten, dann zeigen sich diese ganzen Programmierungen, die wir haben, die kommen alle hoch. Deswegen ist für viele auch ein Business zu starten mit sehr viel, ja, Stress teilweise auch verbunden und sehr vielen Herausforderungen. Weil was viele tatsächlich unterschätzen, dass eben genau diese ganzen Programmierungen hochkommen und die dir vielleicht auch nicht dienen, ja. Also du musst hart arbeiten, du kannst nur das und das machen oder du bist vielleicht nicht talentiert genug oder vielleicht auch dich zeigen ist schwierig und so weiter. Also all das kommt hoch. Und das ist gut, das ist eine gute Nachricht. Ja, weil dann, wenn es hochkommt, kannst du es ja transformieren, kannst du es aus deinem System transformieren und wieder in deine Ursprungsenergie und Ursprungskraft zurückkommen. Denn ursprünglich sind wir machtvolle Schöpferwesen. Und diese ganzen Programmierungen, die wir einfach übernommen haben, haben vielleicht etwas ganz anderes ausgelöst. Ja. Und das Gute ist, alles, was wir sozusagen in unserem System haben, ist somit auch deprogrammierbar und neu programmierbar. Und der Schlüssel dazu ist das Unterbewusstsein. Denn unser Leben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wird zum größten Teil irgendwas mit um die 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du denkst, du hast alles im Griff in deinem Leben. Dein Unterbewusstsein hat alles im Griff. Dein Unterbewusstsein hat alles im Griff. Also macht es doch total viel Sinn, das Unterbewusstsein so zu programmieren, damit es uns dient. Damit es uns hilft. Deswegen ist, finde ich auch die Frage immer total genial, dass du einfach danach fragst, wie will ich es wirklich haben? Nicht, was ist möglich, sondern wie will ich es wirklich haben und was will ich wirklich glauben? Und unser Glaube beginnt mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken sind die Grundlage unseres Erfolges, unserer Manifestation. Und letztendlich auch unser eingebautestes. Jetzt wird's blöd. Werkzeug, ja. Du weißt, was ich meine. Es ist ein wertvolles Werkzeug. Das Wertvollste. Nochmal klar. Wir sind nicht unsere Gedanken. Wir haben Gedanken. Ja. Die entweder auf unseren alten Programmierungen basieren oder wir neu gestalten. Ja. Du kannst auch einen Gedanken einfach so beginnen. Weil du diesen Gedanken denken willst, ja, zum Beispiel, dass du ja erfüllt erfolgreich bist, dass alles, was du tust, zu Erfolg führt. Ich habe zum Beispiel die Programmierung, jede Marketingaktion, die ich mache, und wenn es noch so klein ist, jeder Post, den ich mache, bringt mir neue Lieblingskunden. Das ist eine Programmierung mittlerweile, ja. Also, wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken. Wir sind grenzenloses Sein. Und daher lohnt es sich, unsere Gedanken zwar schon wahrzunehmen, aber ihnen nicht immer zu glauben. Also gerade wenn du denkst, ja, ich kann doch nicht jeden einzelnen Gedanken kontrollieren. Nee, kannst du nicht. Aber wir können unsere Gedanken vielleicht auch wie so einen guten Freund behandeln, ja, der uns immer so einen Rat gibt, ja. Und wir können entscheiden, was wir mit diesem Rat machen, ob wir ihn annehmen möchten oder nicht. Also wenn du Gedanken noch hast, die sagen, oh, das ist aber schwierig und das mit den großen Zielen und das hört sich ein bisschen verrückt an. Ja, ich weiß nicht. Du kannst diesem Gedanken glauben oder nicht. Ja? Und in meinen Projekten und auch speziell in der Ausbildung zum Intuitions- und Berufungscoach der neuen Zeit haben wir mehrere Bereiche, wo es auch um dieses komplette, ja, eigentlich im Grunde so etwas wie Detox-Programme sind, ja, dass du das detoxst, was nicht mehr zu dir gehört. Und vor allen Dingen, es geht noch weiter, also nicht nur das Loslassen, die Gedanken und die Programmierungen, die dir nicht mehr dienen, sondern genau auch zu schauen und wieder diese Energie zu transformieren, denn Energie kann nicht zerstört werden, ja, sondern Energie verwandelt sich nur immer. Und wir sind Energiewesen. Und die Frage ist, in welche Energiefrequenz schwingen wir gerade? Was ist noch in unserem Energiesystem gespeichert?
dass wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Und durch Transformation, durch Transformationsprojekte und Programme, gerade in meinen Coachings und wie gesagt auch vor allen Dingen auch in der Ausbildung, gehört es ja auch dazu, einfach zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, das zu transformieren, nicht dienliche Programmierung zu transformieren in dienliche Programmierungen. Ja. Weil programmiert sind wir so oder so. Und es macht, wie gesagt, macht auch Sinn. Aber die Frage ist halt immer, wie bin ich programmiert und dient mir das Ganze? Genau. Das waren nun diese, ja, zwei völlig unterschätzte Zutaten für ein erfolgreiches Business. Also alles, was mit deinem wirklichen wahren Herzensziel zu tun hat und dein Glauben, deine Programmierung. Und gerade dieser Bereich, deine Programmierung, da hast du aktiv Einfluss darauf. Bloß die meisten Menschen glauben das nicht, beschäftigen sich auch gar nicht damit. Und alles, was ich tue, hat auch gerade, also natürlich auch mit dem ersten Part, mit den Zielen und so weiter zu tun, aber vor allen Dingen auch im Bewusstsein dafür zu haben, okay, ich kann das verändern. Ich kann mich so programmieren, wie ich wirklich will, damit ich das manifestiere, was ich auch wirklich manifestieren möchte. Und wie gesagt, meine Projekte sind genau darauf ausgelegt, um genau in diesen Bereichen, gerade was das Thema Berufung und Business zu tun hat, zu transformieren und da näher hinzuschauen. Und ganz besonders möchte ich dir aktuell die Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach der neuen Zeit ans Herz legen. Denn gerade in dieser Ausbildung geht es ja darum, dass du sozusagen ein eigenes Coaching-Business oder Heiler-Business oder ja Dienstleistungs-Business startest und alles dafür zur, ja, zur Verfügung bekommst. Aber parallel durchläufst du auch deine eigene Transformation. Das heißt, du klärst für dich, was dich selbst noch, ja, zurückhält, was dich klein hält, was dich noch daran hindert, deine wahre Berufung zu leben, deinen Seelenplan zu erfüllen. Und deswegen ist diese Ausbildung auch, das ist einmal etwas für dich selbst und es ist für dich dann als Coach, als Mentorin, ja. Und gerade diese Part, also diese duale Form sozusagen der Entwicklung. Weil du nimmst diesen Part für dich selbst ein und einmal diesen Part schon als Coach. Denn du wirst nicht zum Coach. Du bist ein Coach, weil du das eh schon bist. Und die Ausbildung bildet das nur heraus, was eh schon da ist. Ja. Also, wenn du glaubst, dass du jetzt an diesem Punkt stehst, wo du sagst, ja, okay, ich bin wirklich bereit, für das zu gehen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe zwar noch nicht so eine konkrete Ahnung, wie, aber ich bin bereit. Dann, wie gesagt, lege ich dir die Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach der neuen Zeit ganz besonders ans Herz. Alle Infos findest du unten drunter. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Feedback, über dein Goldnugget, auch gerne bei Instagram. Und genau, und auch heute möchte ich dich daran erinnern, dass heute der allergeilste Tag ever ist, denn du manifestierst ihn. Du hast es in der Hand, den geilsten und wundervollsten, erfüllendsten Tag ever zu manifestieren. You got it. Also, bis dann. Ciao.